Das Bundesforschungsamt hat das Projekt mit 5,5 Millionen Mark unterstützt. Die beiden Bodeneffektboote, auch Wingships genannt, können mit 140 Stundenkilometern dicht über der Wasseroberfläche fliegen und dabei nur etwa halb so viel Treibstoff verbrauchen wie ein normales Flugzeug für die gleiche Leistung. Sie nutzen dabei die Naturerscheinung aus, dass die Luft zwischen den besonders groß gestalteten Tragflächen und der Wasseroberfläche stark gestaut wird. Flug 1610.